Regione.at-Bundesliga jetzt in der dritten Saison heuer ist international gesehen eine Art Vorzeigeprojekt. Es ist schön, dass die österreichische Fußball-Bundesliga hier persönlich auch so dahinter ist und mit uns gemeinsam den E-Sport in Österreich vorantreibt und hier einen eigenen Bewerb geschaffen hat für die besten FIFA-Spieler und FIFA-Spielerinnen aus ganz Österreich. Und wir freuen uns schon, wenn es dann am 1. 2. Februar im nächsten Jahr wirklich um den Meisterteller geht und sind schon gespannt, wer denn da heuer vorne dabei sein wird. In der E-Bundesliga geht es darum, dass alle Bundesliga-Vereine im FIFA 20 einmal gegeneinander spielen. Das wird das große Finale im Februar sein. Davor ist es aber so, dass jeder Verein ein eigenes Online-Ausscheidungsqualifikationsturnier spielt und dann ein Club-Event, wo im Endeffekt die besten 6 Spieler ermittelt werden, die für jeden Verein dann im Finale antreten werden. Also wir spielen ja FIFA 85er Modus, das heißt alle Vereine sind normalisiert, alle Spieler sind auf 85 gedrosselt, haben alle die gleiche Stärke, damit es da keine Unterschiede gibt. Heute ist es so, dass wir eine Gruppenphase haben in einem WM-Modus mit 4er-Gruppen, wo sich die jeweiligen ersten beiden Spieler dann wieder qualifizieren fürs Achtelfinale und dann halt ins Viertelfinale. Und im Endeffekt wird es so sein, dass heute die Spieler, die ins Halbfinale kommen, uns mit Neubi und Juno im Finale vertreten werden. Gegen Chinky habe ich schon gedacht, dass das eine einfache Partie wird, aber im Endeffekt war es dann doch hart erkämpft. Ja, das Niveau ist halt ganz anderes, wo wir uns bewegen, glaube ich, ich und der Ivan. Und deswegen ja, ist schon mal cool, sowas zu sehen, was eigentlich alles dahinter steckt, was man alles machen kann. Und, ja. Es ist richtig cool, dass die Austria sich so viele Top-Spieler schon gefangen hat. Und ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht hier bei uns bei der Austria. Mein Name ist Sandro Spick, ich bin seit April 2019 Teammanager vom E-Sports-Team bei der Austria und habe mich heute erfolgreich für das Team qualifiziert. Ich bin der Daniel Antoniewicz und es ist ein tolles Gefühl. Ich hätte eigentlich heute auf Venice fahren sollen, aber ich habe mich doch qualifiziert und denke mir, auf einen Sprung komme ich vorbei, aber ich habe es geschafft. Also ich bin David Beccolo, bin 18 Jahre alt und habe mich jetzt endlich fürs Finale qualifiziert für die E-Bundesliga bei der Austria. Also das Niveau von den Spielern wird immer besser und besser, von Jahr zu Jahr stärker und stärker. Dieses Jahr die Gruppenphase war eigentlich immer relativ leicht. Ich komme da immer gut durch, ohne ein Gegentor zu kassieren. Und jetzt am Ende war es halt sehr schwer, weil ich gegen den letztjährigen Teilnehmer Peter gespielt habe und mich da Gott sei Dank durchsetzen konnte. Ich bin der Michael Kreuzlitter und bin im Kader der FK Austria Wien bei der E-Bundesliga. Ich war bisher bei allen 3 Club-Events. Die letzten Jahre mit mehr Erwartungen. Dieses Mal bin ich ohne größere Erwartungen hergefahren und deswegen war es mir heute ist mir relativ leicht gefallen, weil ich ohne Druck gespielt habe. Ja, es ist sehr toll, weil ich Austria-Fan bin und jetzt schon zum dritten Mal versuche und nicht bei einem anderen Verein, sondern immer bei der Austria. Und diesmal hat es geklappt, also ist das sehr toll. Also ich glaube, das Interesse am E-Sports ist generell weltweit eindeutig steigend. Ja. Die Nachfrage ist eindeutig da und ich glaube, wenn es um die Zukunft geht, wird man über E-Sports irgendwann nicht mehr darüber nachdenken, ob das relevant ist oder wahrgenommen wird. Das ist einfach die Zukunft. Zusätzlich zum normalen Sport wird es einfach auch E-Sport geben. Ja.